Leute, es ist nicht lustig, wie euch dieselben Menschen immer wieder verletzen und dann versuchen zurückzukommen. Es ist doch lachhaft. Immer wieder enttäuschen diese Menschen dich. Sie zeigen dir, wie sehr sie nicht für dich sind, ja? Und sie behandeln dich schlecht, zeigen dir immer wieder, dass sie überhaupt gar nicht für dich sind, ja? Die zeigen es dir einfach immer wieder, aber die versuchen dann alles, ja, damit du denen wieder eine Chance gibst. Aber du merkst, wie fake die sind. Es tut mir das wirklich leid zu sagen, aber auch wenn es die eigene Familie ist oder sonst was und die haben über Jahre hinweg beispielsweise dich schlecht behandelt, ja, oder es ist irgendein Freund oder egal wer das jetzt ist und über Jahre hinweg hat dich dieser Mensch einfach schlecht behandelt und du siehst jetzt, wie falsch dieser Mensch ist, aber der versucht trotzdem mit allen Mitteln alles, damit du dem wieder eine Chance gibst. Hat sich's eigentlich komplett verspielt bei dir? Es ist so lächerlich. Diese Menschen haben sich's komplett bei dir verspielt, aber haben immer noch diese falsche Hoffnung. Und du sagst denen vielleicht auch, ey, du brauchst keine Hoffnung zu haben, aber die geben ja ihre Hoffnung nicht auf. Nee, es ist einfach nur fake. Es ist, du merkst das, die kommen dann und umarmen dich. Du merkst einfach, geh weg von mir. Es ist fake. Es ist fake. Du spürst dann. Beispielsweise dieser Freund dann, ja, hab dich voll vermisst und kommt und umarmt dich oder sonst was. Ja, und du merkst einfach, wie fake diese Energie ist. Ja, oder diese Freundin kommt oder dieses Familienmitglied. Mir egal, dieser geliebte Mensch, ja, der einst mal sehr geliebt von, also den du mal sehr geliebt hast, einmal. Und dann kommt er wieder und du merkst einfach, wie falsch dieser Mensch ist. Es ist so eine krasse Erfahrung, so finde ich. Es ist enttäuschend, aber. Ich sage euch Leute, Menschen werden euch enttäuschen. Je eher ihr euch damit abfindet und das akzeptiert, okay, die meisten Menschen sind leider nun mal eine Enttäuschung. Die meisten werden mich enttäuschen. Und das ist okay. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es richtig ist. Ich sage, es ist halt so, wie es ist. Nimm es so. Und nicht danach, bitte wird jetzt so und bitte wird. Kommt das so und du hoffst dann auf irgendwas, was niemals kommt und das ist der Untergang. Das ist der Untergang. Das ist der Anfang vom Untergang. Deswegen, so, die versuchen zwar mit allen Mitteln wieder eine Chance von dir zu bekommen, so, aber gib denen keine Chance mehr. Du hast gesehen in der Vergangenheit so oft, wie die dich enttäuscht haben und wie enttäuschend die waren und wie respektlos die waren. Du hast es alles erlebt. Jetzt mach nicht wieder denselben Fehler und nimm dann diesen Menschen zurück und lass dich wieder hier veräppeln. Nee, wir haben jetzt aus dem Fehler gelernt. Das heißt, die können versuchen, wie die wollen. Und manche sind so desperate. So desperate. Vorher, die haben dich nie unterstützt. Und jetzt, du machst endlich dein Ding. Und jetzt auf einmal kommt diese Fake Love. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Menschen, die euch hängen gelassen haben, die euch gezeigt haben, wie sehr sie nicht für dich sind, wie schlecht sie für dich sind, was für ein schlechter Umgang das ist. Die haben dir einfach gezeigt, jedes Mal, dass sie nicht wirklich auf deiner Seite sind. Genau diese Menschen werden dann wiederkommen, wenn sie sehen, oh, du machst jetzt dein Ding, du hast dich selbst gewählt, jetzt du ziehst es endlich durch. Genau dieselben Menschen werden dann kommen mit irgendwelcher Fake Love. Damit die wieder eine Chance von dir bekommen. Deswegen passt auf, gib denen nicht wieder eine Chance. Egal wie die kommen, mit Lovebombing und Hoover, ja, und ich hab dem erzählt und wir reden über dich und du bist so toll und da, du hast ja das drauf und du kriegst jetzt all diese Sweet Nothings, die du vorher nie gehört hast, ja, kriegst du jetzt. Diese ganzen schönen Schmeicheleien und so, die kriegst du jetzt, was du vorher nicht bekommen hast. Lob und sonst was, Anerkennung, Respekt, das kriegst du ja auf einmal. Aber es ist alles fake, ich sag's euch. Ihr spürt es doch selbst, wie fake das ist. Ihr wollt nicht mal, dass dieser Mensch in eurer Umgebung ist. Real talk. Wenn ich sowas erlebe, ich will nicht mal in der Nähe von diesem Mensch sein. Weil die sind mir zu fake. Und ich kann das nicht. Ohne Spaß. Ich kann das nicht. Wenn jemand in meiner Umgebung ist. Und der ist einfach brutal fake und so.
Und ich habe schon gesehen in der Vergangenheit, wie der ist. Und er versucht sich wieder bei mir einzuschleimen. Ich sag euch, diese Schleimer werden kommen. Und die versuchen sich wieder einzuschleimen. Und nur weil die jetzt sehen, weil sie von dir profitieren können, dass sie von dir profitieren können, das sehen die jetzt. Und jetzt schleimen die sich da ein, so Schleimbolzen. So, ja, ich sehe jetzt. Und vorher habe ich nicht gesehen. Und jetzt sehe ich endlich schon. Ja, du bist ja so toll. Und bla 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 bla. Wie gesagt, die geben dir all diese Sweet Nothings, ja, diese ganzen Schmeicheleien, aber es bedeutet nichts. Nicht mal denen bedeutet das was. Das Einzige, was die wollen, ist dich wieder ausnutzen. Deswegen, das ist leider Fakt. Gerade diese ganzen toxischen Menschen, diese Narzissten, die machen das halt. Vorher, die behandeln dich wie Dreck und dann, wenn du endlich gehst und sagst, weißt du was, ich wähle jetzt mich, ich habe Besseres verdient und sowas, dann auf einmal machen die wieder den Chase. Und machen alle, ja, ich gebe dir es nicht auf, ich gebe die Hoffnung nicht auf und ich werde dich nicht aufgeben und bla 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 und es ist alles nur bla bla. Du merkst es doch, denen ihre Worte sind nur leeres bla bla, es ist nichts dahinter. Es ist nichts Bedeutendes dahinter, die sagen das einfach nur. Als Köder. Es ist Hoovering. Die wollen dich einfach nur wieder ködern. Die sagen dir diese ganzen Sweet Nothings, ja, die meinen das nicht mal. Die wollen einfach nur dich wieder zurückködern, damit sie dich wieder ausnutzen können. Das ist alles. Das ist alles. Und ich hasse es sagen zu müssen, aber das ist die Wahrheit. Vielleicht hast du die ganze Zeit drauf gehofft, dass dieser Mensch wieder zurückkommt. So, ey, hoffentlich schreibt er mir wieder, bla bla bla. Hatte letztens noch, gestern hatte ich ein Coaching, oder vorgestern war das, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das. Gestern hatte ich ein Coaching und das ist auch sowas. Manchmal man hofft so unterbewusst, dass dieser Mensch wieder schreibt oder dies oder das und die nutzen das dann aus. Deine Hoffnung. Und dann gibst du dem wieder eine Chance und wirst wieder verletzt. Deswegen guck in die Vergangenheit, studiere die Vergangenheit und du weißt, was in Zukunft kommen wird. Das heißt, guck, wie hat mich dieser Mensch in der Vergangenheit behandelt? Wie war der? Und so wird er auch wieder sein, glaub mir. Glaubt mir, jeder, der mir nicht glaubt, ja, aber Menschen können sich verändern und bla bla bla. Ich würde auch gerne daran glauben, aber meine Erfahrungen haben mir immer wieder anderes gezeigt, dass Menschen sich nicht verändern. Menschen verändern sich nicht. Nicht wirklich, auch erst wenn sie es wirklich wollen. Aber trotzdem bleiben die tief drin immer gleich. So, wir sind so, wie wir sind. Ja, wenn du einfach, man kennt einfach diese Menschen. Die versuchen vielleicht gut zu sein, aber die haben Böses in sich. Ja, die haben einfach Böses in sich und die versuchen vielleicht mit allen Mitteln gut zu sein, aber die sind einfach böse. Man kennt einfach diese Menschen. So, man hatte so einen Klassenkamerad mal und der baut nur Mist, ja, und versucht sich am Riemen zu, aber er kann einfach nicht. Kann einfach nicht. Und solche Menschen sind halt eine Enttäuschung. Die werden dich immer wieder verletzen, weil sie sich selbst nicht unter Kontrolle haben. Und wir haben leider zu viele Menschen da draußen, die halt genau so sind. Nur lauter Problemfälle. Problem für sich selbst und Problem für die Menschen um sich herum. Das sind lauter wandelnde Problemfälle, was wir da haben. Die bauen nur Mist. Ja, die versuchen vielleicht, sich am Riemen zu reißen, aber die haben sich einfach nicht im Griff. Und das ist das Problem. Deswegen sage ich euch, es ist ja nicht mal, wir hassen jetzt diese Menschen und sonst so, die sind einfach so, wie sie sind. Ich sag euch, akzeptiert es, die sind halt so, wie sie sind. Je eher du das akzeptierst, desto besser. Und nicht dann, ja, aber Menschen können sich verändern und ja, und ich gebe eine Chance und bla bla. Ey, du wirst immer wieder verletzt. Je eher du das akzeptierst, weißt du, okay, der ist halt so, kann ich das akzeptieren in meinem Leben? Ich glaube eher nicht. Also muss ich mich distanzieren oder muss ich diesen Menschen hier aus meinem Leben entfernen, loswerden. So, je eher du das tust, desto besser. Sonst ist das immer wieder selbe Drama, selbe Schmerz, selbe Trauma, selbe Geschichte. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Nur weil du nicht loslassen willst, weil du immer wieder eine Chance gibst. Deswegen, nur weil die dann kommen, die winseln ein bisschen, ja, zeigen ein bisschen Reue, ja, und du vergibst dann wieder und lässt dich wieder hier verletzen. Hör doch auf damit. Hör doch auf damit. Lass dich nicht immer wieder verletzen. Vom selben Menschen. Der zeigt dir immer wieder, wie sehr er nicht für dich ist und du gibst immer wieder eine Chance, nur weil der etwas Schönes sagt und du willst dran glauben, obwohl du genau spürst, wie falsch der ist. Du spürst eigentlich, das ist ja das Lustige. Wir spüren dann in solchen Momenten, dass es nicht ernst gemeint ist. Du kannst es spüren. Deswegen achte immer auf deine Intuition. Immer.
Nutze deine Intuition. Dein Urteilsvermögen und deine Intuition. Nutze sie. Ja? Sobald du das spürst, so, das fühlt sich fake an. Ich glaube, dieser Mensch, der meint das nicht ernst. Sobald du das spürst, achte auf dieses Gefühl und dann zieh weiter. Vertraue diesem Gefühl. So, ich glaube, der meint es nicht ernst. Weißt du was? Ich kann nicht auf diesen Menschen setzen. Ich ziehe jetzt weiter los. Bumm. Und dann geht's weiter. Und du lässt diesen Menschen hinter dir stehen, weil das sind Menschen, die werden dich immer wieder enttäuschen. Die kommen dann nur, damit du denen wieder eine Chance gibst, dann machen sie wieder irgendeinen Mist, dann hast du wieder keinen Bock auf die, dann kommen die wieder, entschuldigen sich wieder, dann vergibst du die. Hör auf! Bald ist 2024. Wie oft willst du noch denselben Menschen vergeben, die dich immer wieder enttäuschen? Deswegen 2024 wird toxic free. Frei von jedem toxischen Menschen, die sich immer wieder vergeben, aber es nicht meinen und nur denken, nur weil sie sich hier entschuldigen und du vergibst ihnen, dass es immer wieder dann gut ist. Aber das ist nicht alles. Das ist die halbe Arbeit. Der nächste Step ist dann nicht wieder denselben Fehler zu tun, aber viele haben es einfach nicht drauf. Die denken dann nur mit einer lahmen Entschuldigung ist alles getan. Aber das ist die halbe Miete. Was kommt danach? Enttäuschst du mich jetzt wieder oder nicht? Das ist hier die Frage. Und Menschen, die dir immer wieder bewiesen haben, wie sehr sie dich enttäuschen, so gib denen nicht wieder eine Chance. Menschen, die dich immer wieder enttäuscht haben und sonst was, eine reine Enttäuschung sind. Sorry, wenn ich dir das sagen muss, aber ab jetzt darfst du ihnen keine Chance mehr geben. Ab jetzt ist Schluss. Das war's. Die hatten jetzt ihre Chance. Du hast gesehen, was das für ein Mensch ist. Deswegen nutz jetzt dein Urteilsvermögen. Auf jeden Fall. Deine klare Sicht. Seh klar, nicht verschwommen. So, ja, aber der Mensch kann so sein. Und ich sehe ja das Potenzial von dem Menschen. Das ist der Untergang. Ich würde auch gerne nur das Potenzial in jemandem sehen und sowas und darauf bauen können und sowas. Aber kannst du nicht. Kannst nicht auf Potenzial bauen. Was zeigt mir dieser Mensch? Wie ist dieser Mensch tatsächlich? Wie geht der Mensch mit mir um? Wie ist der mit sich selbst? Wie behandelt der andere Menschen? Wie redet der? Wie gibt er sich? Was tut er? Bla bla bla. Das ist die Realität. Und das musst du erkennen. Und nicht in der Hoffnung sein, so, ja, aber Menschen können sich verändern und bla bla bla. Und hör auch nicht auf diese Menschen, die dir sowas sagen, so von wegen, ja, Menschen können sich verändern. Gib ihm doch noch eine Chance, weil es werden dann auch Menschen kommen. Für diesen Menschen vielleicht. Irgendwelche Flying Monkeys. Und die kommen dann. Und ja, gib ihm doch eine Chance, und er hat sich verändert und bla bla bla. Aber du weißt ganz genau, dass dieser Mensch sich nicht verändern kann. Deswegen hör nicht auf diese Menschen. Hör nicht auf diese Clowns. Die sind fake. Du spürst es. Deswegen nutz dein Urteilsvermögen und nutz dein Instinkt. Ja? Diese Emotionen, die du dann spürst. Ah, ich glaube, das fühlt sich nicht richtig an. Achte darauf. Jedes Mal spürst du das. Du kannst mich nicht belügen. Du weißt ganz genau, was ich meine. Die umarmen dich und du merkst einfach die Umarmung. Geh weg von mir. Das ist fake. Ich will dich nicht um mich herum haben und schon gar nicht will ich, dass du mich umarmst. Das spürst. Achte auf dieses Gefühl. Achte auf deinen Instinkt. Nutz auch deinen Instinkt, wie gesagt. Weil dein Instinkt, deine Intuition wird dir immer das Richtige sagen. Aber nicht diese komischen Gefühle und Gedanken, die dich immer wieder trügen. Ja, und der hat sich ja entschuldigt. Und er gibt dir jetzt sein Bestes und er will sich ja verändern und ich muss ja Menschen eine Chance geben. Das ist die Lüge, der du nicht vertrauen darfst, der du nicht glauben darfst. Du darfst dieser Lüge nicht glauben. Weil manchmal man gaslightet sich selbst. Wie gesagt, ich hatte das im Coaching. Hör auf, dich selbst zu gaslighten. Und ja, und jeder hat mal einen schlechten Tag und bla bla. Und du gibst dann wieder eine Chance und wieder. Hör auf damit. Ab jetzt gibt es keine zweiten Chancen mehr. Sei härter. Sei härter. Nimm dein Leben nicht einfach so locker. Nicht jeder hat dich verdient. Mach dir das klar, mach dir deinen Wert bewusst. Nicht jeder hat dich verdient. Nur die wenigsten haben dich verdient. Das muss dir klar sein. Aber du hängst vielleicht noch mit Menschen ab, die dich absolut nicht verdient haben. Die schätzen dich nicht, die gehen falsch mit dir um. Das sind Tyrannen vielleicht sogar, ey, die zerstören dein Leben, was weiß ich, die enttäuschen dich ständig. Hör auf, denen jetzt eine Chance zu geben. Nur weil die mit einer Entschuldigung. Weil manche denken,
Wie gesagt, nur weil sie sich entschuldigen, dass jetzt wieder alles gut ist. Die müssen nur mit einer Entschuldigung kommen und dann ist wieder alles gut. Aber oftmals ist es doch so, eine Entschuldigung alleine biegt nicht wieder alles gerade. Es gibt einfach manche Dinge, die sind unverzeihlich. Und die sind mit einer Entschuldigung nicht wieder gut zu machen. Deswegen, Leute, so, hört auf, immer wieder zu verzeihen. Weil das ist der Untergang. Das ist, so fängt es immer wieder an. So gehst du unter. Du verzeihst und verzeihst und verzeihst und somit zerstörst du dir dein Leben. Deswegen sei härter. Und das We Leben wird leichter. Ich sag es dir. Aber je leichter du bist, desto härter wird das Leben. Und du gibst jedem eine Chance und sonst was. Dein Leben wird immer miserabler. Deswegen, es liegt alles an euch. 2024 soll ein toxisch freies Jahr werden. Deswegen filtert all diese toxischen, narzisstischen, falschen Menschen aus eurem Leben. Weil die, das ist wie denen ihre Gefängnis-Freikaufkarte. Wenn mal eine Entschuldigung, die denken, ja, jetzt entschuldige ich mich und dann ist wieder alles gut. So denken diese toxischen Wesen, diese narzisstischen Wesen. Die müssen nur, wenn die sich dann mal entschuldigen, dann muss es ja gut sein, weil ich habe mich ja entschuldigt. Wie undankbar bist du, wenn du meine Entschuldigung nicht annimmst? Aber das ist BS, ja, kompletter BS. Das ist kompletter Nonsens. Auf jeden Fall. Nur weil du dich entschuldigst, macht das nicht wieder alles gut. Deswegen macht euch das klar. Es gibt einfach Dinge, die sind unverzeihlich. Und wenn Menschen dir so begegnet sind, ey, I'm just saying. Glaub jetzt diesen Menschen so, wie er ist und nicht das, was er dir sagt. So, ja, ich kann mich verändern und sowas. Glaub diesem ganzen Gerede nicht. Weil du spürst es. Was soll ich dir sagen? Du weißt doch schon. Du weißt es doch schon. Die werden dir alles sagen, ja, ich verändere mich, bla 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 bla, ihren ganzen bla bla. Und du spürst doch, wie fake die sind. Sie sind fake. Ich hoffe, ihr habt die Message verstanden. Peace.